Christoph, es ist aber interessant, dass auch die Wagner-Söldner nun tatsächlich wieder aufgetaucht sein sollen. Was hat es denn damit auf sich? Noch kurz zur Einordnung. Der Stern der Wagner-Söldner sinkt konstant seit dem 24. Juni dieses Jahres, seit der gescheiterten Meuterei. Und dann ist ja auch noch Jewgeni Prigozhin am 23. August, der Söldnerchef, ums Leben gekommen bei einer Flugzeugkatastrophe hier bei Twer, unweit von Moskau. Und seitdem versuchen die russischen Militärs, alle Aktiva der Söldner zu übernehmen, hier in Russland, wie auch in Afrika und auch im arabischen Raum. Und jetzt ist es eben so, wie wir hier über das Nachrichtenportal Ribar gehört haben, dass einige dieser Söldner wieder in Bachmut an der Front sind. Und zwar ein Teil der Söldner, die sich abgespaltet haben von Prigozhin nach der gescheiterten Meuterei unter der Führung eines Mannes, der heißt Andrei Troschew. Und das ist auch ein Mann, hoch ausgezeichnet, Held Russlands. Und der hat eben diese Söldner unter der Ägide jetzt der russischen Militärs im Einsatz bei Bachmut, heißt es, mit anderen russischen Söldnertruppen, wie zum Beispiel der Redut oder dem Freiwilligenkorps auch. Und wieder andere Söldner, die werden wohl jetzt eingegliedert, peu à peu, in die russische Garde. Da laufen Verhandlungen. Und die russischen Militärs sind dabei, auch in Nordafrika alles zu übernehmen, was die Söldner da einmal besessen haben. Und so zum Beispiel auch in Libyen. Und hier noch eine interessante Nachricht. General Khalifa Haftar, der ja einen großen Teil Libyens kontrolliert, auch mit Hilfe der Wagner-Söldner seit einigen Jahren da einiges erreicht hat, der ist heute in Moskau zu Besuch. Und ihm wird man wahrscheinlich deutlich machen, wie das weitergehen wird, nämlich unter der Führung der russischen Militärs wird ihm in Zukunft geholfen. Und ich denke, dass der Kreml da auch eine Gegenleistung will jetzt von Haftar. Und die Rede hier ist davon, dass die Russen einen Flottenstützpunkt in Benghazi haben wollen. Und wenn das tatsächlich rauskommen sollte bei diesem Besuch des libyschen Generals hier in Moskau, dann wäre das sicherlich eine Top-News. Dann wäre das ein großer Erfolg für Moskau in Benghazi, einen Flottenstützpunkt. Ich denke, das ist tatsächlich ein Resultat, das sich sehen lassen könnte. Wie gesagt, das wird hier diskutiert. Wir werden sehen, wozu Haftar bereit ist. Christoph, danke für all diese aktuellen Informationen aus Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.